Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal mit einem ganz besonderen Thema, sogar zwei besondere Themen, und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Ja, fangen wir mal sofort mit dem ersten Thema an, um das Ganze nicht in die Länge zu ziehen. Und zwar, als allererstes natürlich, wir spielen heute Bed Wars 8x1, habe ich komplett vergessen jetzt. Auf der Map Aqua ist es, glaube ich. Und ja, heute mal mit dem Zickzack V5 Pack. Ist schon wieder etwas älter, das Ding. Ja, hatte mal wieder Bock darauf. So. Kommen wir zum ersten Thema. Und zwar, das erste Thema ist, wie vielleicht manche schon auf Twitter mitbekommen haben, ich bin seit dem 8.2. Clanstuff auf gomade.net. Also natürlich erstmal Test Clanstuff. Und ja, ich bin einfach mega happy, dass mir diese Chance geboten wird vom Team. Und ja, ich werde sie natürlich nutzen und ergreifen. Und es freut mich einfach mega, dass ich den Server da unterstützen darf und vor allem auch für die Szene, sage ich mal, repräsentativ dann im Team sein darf. Und ich habe ja jetzt schon ein paar Tage, sage ich mal, Erfahrung sammeln können und es macht einfach echt mega Bock. Mega happy, dass ich drin bin und ja, ich hoffe, dass es weiterhin so geil ist. Und bevor jetzt irgendwelche Fragen aufkommen bezüglich, ja, kannst du meinen Bannungsantrag annehmen oder kannst du mich entbannen oder sonst irgendwas? Nein, natürlich werde ich das nicht über PN oder YouTube oder sonst was machen. Jeder von euch hat genau das gleiche System wie jeder andere auch. Jeder muss einen Bannungsantrag schreiben und jeder hat darauf zu warten, dass er von alleine angenommen wird oder abgelehnt wird. Ich kann euch nur so schon mal sagen, haltet einfach die Vorlage ein, beispielsweise für einen Wechselsperrenantrag oder sonst was. Die Vorlage findet ihr im Forum. Haltet sie ein, das erspart euch eine Menge Zeit und Arbeit. Ja, es lohnt sich, die einzuhalten, sagen wir es so. Ja, und dann würde ich sofort sagen, kommen wir doch zum zweiten Thema direkt. Und das ist heute gestartet, das Projekt von mir. Und zwar möchte ich mal wieder etwas mehr live streamen. Aber mir hat das auf YouTube irgendwie im Endeffekt nicht so gefallen. Ich weiß nicht warum, mir ist es einfach zu unangenehm. Also mir gefällt es irgendwie nicht, auf YouTube zu live streamen, weil ich möchte irgendwie Livestreaming und Videos produzieren langsam mal voneinander trennen. Und das wurde mir schon mehrmals empfohlen. Ich habe aber gesagt, nee, ich stay bei YouTube, weil ich dachte, dass das echt irgendwie sinnvoller ist. Aber ich habe mich in letzter Zeit immer mehr mit Twitch vertraut gemacht und daher würde ich jetzt meine Livestreams gerne auf Twitch umverlagern. Das heißt, ihr könnt mir einfach jetzt mal auf Twitch reinfolgen. Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, aktiviert da die Benachrichtigungen gerne, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich anfange zu livestreamen. Schaut dann dazu, das wird natürlich auch Minecraft sein. Vielleicht auch bald mal wieder ein paar andere Games, einfach mal so ein bisschen Random Talk oder sonst was. Und ja, dann wird auch wieder etwas aktiver gelivestreamt. Hier und da mal ein Livestream ist ja auch ganz nice und so schlecht ist ja gar nicht heute Mittag angekommen. Ich habe heute einfach mal einen Test-Livestream gemacht, hatte auch ein Video dazu hochgeladen, hatte jetzt nicht so viele Klicks, deswegen werden es wahrscheinlich nicht viele wissen, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Ja, also einfach auf Twitch dann reinfolgen oder wenn ihr den Link nicht gebrauchen könnt, einfach corti-live suchen auf Twitch und dann kommt ihr eindeutig zu meinem Kanal. Und dann könnt ihr auch wieder die Livestreams mitbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich bin mal gespannt, wie es auf Twitch läuft. Ich habe vor, das jetzt mal auf Twitch durchzuziehen und ja, ich hatte einfach mega wieder Bock zu livestreamen und dann habe ich es einfach mal direkt ausprobiert und es hat mir echt gefallen. So, es ist einfach viel freundlicher, auch für den Streamer, was so das Overlay und alles angeht. Bin damit um einiges mehr zufrieden als mit YouTube. Ja. Ah, OP-Spieler. Ah, da tut mir leid, ey. Die anderen beiden sind in der Mitte. Jetzt ist lustig. Okay, dann versuchen wir jetzt einfach nur noch diese Runde schnell zu beenden. Damit das Video auch nicht allzu lang geht, geht er jetzt auch schon 4 Minuten. Fast 5. Ja, bei euch wahrscheinlich jetzt schon 5 mit dem Intro. Deswegen beeilen wir uns da jetzt mal lieber. So.
muss ich denn bauen? Danke. Welches Team? Keins von den beiden. Nice. Okay, wir haben nicht mehr so viel Arbeit vor uns. Wir müssen wirklich beide Spieler killen. Okay. Der wird einen 13er haben. Was ist los mit dir? Danke. So, haben wir den auch down? Der war auf jeden Fall sehr motiviert. Der gute Swag und so. Jetzt haben wir uns noch den. Haha, ein kleiner Hund. So. Ah, schade, davon geht er noch nicht down. Jetzt aber. So. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, wenn ihr was zu kommentieren habt. Folgt mir auf Twitch rein, wie gesagt. Und ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen restlichen Abend zu wünschen. Man sieht sich, man hört sich. Haut rein. Chill mit euch.